Afghanistan ist kein sicheres Land für Asylsuchende. Trotzdem finden dorthin Abschiebungen österreichischer Asylanten statt. Wünscht sich die Bevölkerung wirklich solche Restriktionen? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich mal die Fremdrechtsverschärfung anzuschauen, die 2016 passiert ist, weil ganz oft auch Betroffene von diesem, also ganz oft Leute noch von diesem Gesetz betroffen sind und dass man das halt noch sicher gestalten kann. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Sachen wie das humanitäre Bleiberecht ein erster Step wäre, wenn man eine schwarz-grüne Regierung hat. Aber sonst ist natürlich das Ziel, dass es nicht zu Abschiebungen überhaupt kommt, weil, wie gesagt, alle, die hier leben, in die Schule gehen, arbeiten, auch ihre Steuern zahlen, sind auch von hier. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, immer zu betonen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich strikt uns an die Genfer Flüchtlingskonvention wenden müssten. Und zweitens, dass die Kinderrechte, die im Verfassungsrang sind, operationalisiert werden müssen. Das bedeutet nichts anderes, dass die Handlungen und Entscheidungen immer aus der Sicht des Kindes getroffen werden müssen, um zu vermeiden, dass Kinder so geschädigt werden, traumatisiert werden. Das ist letztlich die Quintessenz, wie eine bessere Flüchtlingspolitik aussehen müsste. Wer Sie angreift, der greift uns alle an. Ja, Österreich macht mittlerweile durch diese spezifische Regierung eine restriktive Asylpolitik, die auch sich dadurch auszeichnet, dass in der Tat Menschen aus dem Land herausgerissen werden, die vor Jahren bei uns um Schutz gebeten haben, die vor Krieg und Terror aus Afghanistan geflogen sind und werden dorthin zurückgeschoben. Sie gefährden damit die Existenzen, das Leben dieser jungen Menschen. Ich glaube, dass es sehr schwierig wäre, diese Situation unterschiedlich zu sehen, weil die Österreich macht sich auch nicht nur die eigene Asylpolitik irgendwie aus, es ist irgendwie die ganze Asylpolitik, die die Europäische Union auch betrifft. Und da würde ich definitiv sagen, das ist einfach eine menschenverachtende Asylpolitik, weil die Entscheidung, dass man wieder zurück nach Afghanistan abschiebt, besonders in einer Pandemie, ist einfach nicht dem Menschenleben würdig, weil man weiß ganz oft, dass das meistens auch der Todesurteil für die Leute heißt dort. Die Menschenrechte und Kinderrechte sind nicht vom Himmel gefallen. Es sollte man sich nie leisten, dass man Menschen in Bedrängnis, Not bringt. Ich denke, dass die österreichische Bevölkerung, ein Teil davon, ein nicht unerheblicher Teil, will, dass man hier das humane Bleiberecht wirklich walten lässt. Die Regierung will das nicht und versucht durch eine restriktive Asylpolitik und der Unterstellung, dass Menschen hier sozusagen unser Rechtssystem missbrauchen, das unterstellen sie ihnen, um Politik zu machen. Und das ist das Verwerfliche. Ich dachte in meiner Jugend, dass diese demokratischen Parteien allesamt immer für Menschenrechte eintreten müssen, dass das zwingend ist für jede demokratische Partei. Mittlerweile müssen wir leider feststellen, dass das nicht mehr für jede demokratische Partei gilt. Niemand kann sich das leisten, nicht Österreich, kein einziges Land. Ich glaube, besonders wenn es die Möglichkeiten noch dazu gegeben hätte, dass diese Kinder und die Familien da bleiben, ist es einfach nur eine Schande und ein Armutszeugnis für die Solidarität, die es eigentlich in Österreich gibt. Also zunächst, glaube ich, ist es wichtig, dass bei der Asylprüfung, bei der Prüfung, ob jemand Schutz erfährt oder nicht, sorgsam umgegangen werden und die Gründe gewürdigt werden. Und da identifizieren wir, dass oftmals Gründe ignoriert werden und nicht gewürdigt werden und damit das Asyl nicht ausgesprochen wird. Und das Zweite, das humanitäre Bleiberecht, muss bei Kindern und Jugendlichen, die hier womöglich sogar geboren sind, bedingungslos anerkannt werden, dass diese Kinder, die groß geworden sind in Österreich, nicht plötzlich in einem für sie fremden Land aufwachen. Ein humanitäres Bleiberecht in Österreich stelle ich mir so vor, dass eigentlich, also so wie man es jetzt versteht, ist, dass natürlich auch andere Personen mit einbezogen werden, außer das Innenministerium. Aber in meiner Version oder in meiner Vision braucht es eigentlich sowas wie ein Bleiberecht nicht, weil alle, die auch hier sind, sind von hier. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Message, die man auch ganz klar sagen muss.